Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Basti, dem Schreiprinz. Ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Das ist eine andere Kamera und nicht mein normales Mikrofon. Ich habe gerade im Auto gesessen und euch gefragt, ob ihr Lust habt auf einen IKEA-Haul, denn ich war heute bei IKEA für ein neues Projekt. Was wir machen, verraten wir noch nicht. Vielleicht könnt ihr es ja erraten. Und ich dachte mir, ich haule mal eine Runde und zeige euch einfach mal ganz fix, was wir Schönes gekauft haben. Als erstes haben wir zwei Aplero Tische gekauft, also so schöne Holztische. Das sind kleine Beistelltische, die sehr flach sind, sehr chillig. Davon haben wir zwei Stück genommen. Dann haben wir, das packe ich erstmal aus, Gardinen geholt. Gardinen. So. Zweimal die Wilma-Gardine in Weiß. Die ist 1,45 Meter breit und 3 Meter lang. Man kann ja schon so viel sagen, es findet draußen statt. Ne? Ja. Es findet draußen statt. Also das, was wir gekauft haben, ist für draußen. Dann haben wir gekauft zweimal Lil, ebenfalls in Weiß. Die ist 2,80 Meter breit und 3 Meter lang. Zweimal. Und dann haben wir Sarita einmal in Violett gekauft und die ist 1,45 Meter breit, 3 Meter lang. Dann geht das Holz gerade aus, das macht nichts. Dann haben wir Solvinden gekauft. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Das ist eine Lampe, die durch Solar- und Windkraft betrieben wird. Cool, oder? Dann zwei Decken, die sind aber nicht fürs Projekt. Noch zwei Decken, die auch nicht fürs Projekt sind. So, dann haben wir hier nochmal drei Erdspieße, die mit LEDs bestückt sind und ebenfalls mit Solar, um was zu beleuchten. Und nochmal, die heißen Solvinden. Und hier haben wir nochmal aus der Solvinden-Serie drei weiße Lampignons, die ebenfalls mit Solar betrieben sind. Und zu guter Letzt drei Duftkerzen, die wir ebenfalls für das Projekt brauchen. Und dann haben wir, das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Hinweis, diese Pflanze, sie heißt Kurkuma. Versteckter Hinweis. Das ist so mein Haul. Wenn dir Hauls von mir gefallen, wenn ich Deko kaufe, dann hinterlasst gerne einen grünen Daumen und einen Kommentar, ganz wichtig, damit wir auch schön in Interaktion bleiben und ich weiß, was euch gefällt und was nicht. Und ich hoffe, dass euch dieser kurze kleine IKEA-Haul gefallen hat. Das war sehr voll heute bei IKEA. Also samstags zu IKEA ist hardcore, ne? Aber der Stau auf der Autobahn. Und der Stau auf der Autobahn, genau. Das war's jetzt soweit von uns. Der Grill will auch, beziehungsweise der Feuerkorb will auch, dass wir aufhören. Hat ja super geklappt. Ich dachte, ich mache ein bisschen Stimmung. Und was ist? Blöde Feuerkorb geht aus. Mann! Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will ich nicht mehr. IKEA heult vorbei. Ratet doch mal gerne per Kommentar, was wir wohl für ein Projekt machen. Also danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer IKEA-Wohnprinz Bastian. Ciao. Hier nochmal ein kleiner Hinweis und hier nochmal mein letztes Video. Schau unbedingt vorbei und schau mal auf wohnprinz.de vorbei. Ich habe ein neues Blogdesign. Lass mich mal bitte wissen, wie du das findest. Schlicht und einfach, aber schön. Ciao.